Hallo zum schwarzen Bildschirmsimulator. Ja, dies ist ja die erste Folge nach unserer schweren Beziehungskrise. Jetzt kam ich heute auch noch zu spät zur Aufnahme. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht unbedingt noch gewillt, hier lange mit dir aufzunehmen. Ja, du immer, ne? Wenn ich anders könnte, ne? Ich meine, ich muss das Alphabet schon so bis YXZ gehen, um zu merken, was für ein Plan du von mir warst. Ne? Was für ein Plan du von mir warst, Alter? Bei dir ist ja das Sprachzentrum sogar kaputt. Hey, was? Nein, man spricht ja von den. So, geht Oh, weiter. okay. Also, Leute, wir haben eure Kommentare gelesen und Also noch nicht wir. alle, weil streng genommen ist jetzt Freitag und die Freitag-Kommentare werden wahrscheinlich auch nochmal böllern. Oh, Auf die der Fresse. Biber ist aufgewacht. Oh, das ist gemein. Oh. Das ist Kacke. Ach Mann, weil Mori. Oh. Nee, ich denke, dass das auch generell gar nicht gegangen wäre, aber ja, wahrscheinlich auch, weil Mori nochmal. Okay. Also das geht also nicht. In der letzten Folge dürfen wir nichts anfangen zu Haben zählen. wir ja eine Lektion gelernt. Okay, Ja, wieder mal. das ist ein Täter. Okay, ich würde aber sagen, dann probieren wir es jetzt auch gar nicht neuen, oder? Holz Nee. ist ja nicht so important. Es war ja eher. Ja, Was machst geht. du? Warte mal, warum sind hier so viele? Okay, der Bär ist auch hier. Hä? Ein T-Rex! Oh, warte, das ist mein. Oh Gott, oh Gott! Alter. So, Lass mal aufpassen, dass er nicht an den Bären zu nah rankommt. Hast du nicht gerade. ja. Dieser. Pass auf. Also, ich wollte ja eigentlich kurz was ansprechen. Wir haben eure Ja, Kommentare gelesen sorry. Mach das mal zu Ende. und Johnny und ich haben die Abmachung. Oh, ich glaube, er geht relativ nah an den Bär ran. Oder doch nicht? Er geht über den Stein. Das ist perfekt. Dankeschön, Surprise. Oh, ist so schön. Ich würde den jetzt gerade mal zur Base zurückziehen. Ja, ich würde Oh einmal fuck, ganz ich gerne habe kaum mitkommen, noch weil. Wasser. Wo bist du denn hin? Er ist über den Stein. Ist der über den Stein? Oh. Ja. Oh, ich glaube, der Bär lässt mich nicht durch, oder? Doch, doch. Das ist nicht so schlimm. Bist du dir Der sicher? Agoradio. Ja. Hol mal noch Okay. schnell Wasser, komm. Alter, ich war definitiv zu close an einem Bären. Aber ja, wir hören eure Kommentare. Ja, und Johnny und ich haben eine Abmachung, ne? Wir kabbeln uns halt. Und wenn er halt Quatsch macht, dann scheiß ich ihn halt zusammen so. Und das ist alles vorher abgemacht, ne? Wir haben uns trotzdem lieb. Ja. Und. Das Problem quasi in der Freitagfolge war quasi, dass ich Alex die ganze Zeit getreut habe, weil mein Orientierungssinn war halt scheiße und er hat mir nicht geholfen und ich dachte mir, ja, fick dich, ne? Dann mobb ich ihn. So, und dann kam es zu der einen Szene, wo ich ihn quasi sterben lasse, während er raustappt. Wo ich allerdings gar nicht in dem Moment getreut habe quasi. Und das wurde dann leider zum kleinen Problem. Warum Ja. liegst du? Weil man die Dings dann Oh schneller ja, auflädt. komm her. Ja, was? Ja. Hey! ja. Ja, ich habe jetzt auch Zement, also ich kümmere mich jetzt um die Wassergläser. Ja, und die Dinger bitte. Die Dinger? Hey, wo drücke ich mich denn hin? Am besten legst du den Zement in den Schrank. Aber ich habe das eh schon gelernt, also ich glaube, das ist. Aber ich So, ich leg lasse mal. den hier stehen und wir drehen den auf Ja, diese es Seite, ist ja? okay, ist okay. Aber das mit dem Tränen, das, also das, sowas zum Beispiel, das sind halt auch witzige Aktionen, wie ich finde, weil, Alter, ich denke mir halt echt, ja, komm, der hat einen großen Wendekreis, der wird ja wohl nicht, und dann fickt er sich die Klippe runter, Alter. Das ist halt schon Next Oh, Level Alter, wir haben Dump. so viel Metall. Ja, Es warte, ist so schön. dann drop ich dir hier mal das Zement rein und ich kümmere mich einfach darum, dass ich dir jetzt noch eine Armbrust mache und zwei Piken. Okay. Was das angeht, bin ich übrigens auch voll dankbar für die ganzen Tipps, die wir hier immer wieder bekommen, weil. Bei mir, die Leute täten halt bis nach Map im Süd, wenn ich nicht bald mal anfange, mein Inventar auszuleeren. Das ist auch okay, dass ihr das macht. Aber es gibt halt auch echt sinnvolle Dinge, wie zum Beispiel das über die. Hey, wo ist denn unsere Werkbank? Wir haben keine mehr. Oh. Ja. Kannst du eine Werkbank machen? Na klar. Wie zum Beispiel das mit den Hyänen, dass die nur in der Gruppe angreifen. Und wenn du angeschlagen Ja, bist. und wenn du angeschlagen bist, quasi sowas ist voll hilfreich. Und generell haben sich auch sehr viele natürlich darüber aufgeregt. Also ich glaube, der meistgeste Kommentar ist quasi einerseits dieses Aufwandern stellen, weil wir danach gefragt haben, Ja. wie die Steine abbauen können. Das zweite ist, Johnny, wenn du dein Inventar nicht ausräumst, komme ich zu dir hin und schlage dich kaputt. Und ich glaube, das dritte ist, warum nehmt ihr den T-Rex nicht überall mit hin?
weil er alles ficken würde. Und ich glaube auch, nach der Erfahrung des Umzugs haben wir das so ein bisschen selbst gelernt, quasi, dass wir das hätten machen können. Aber es ist halt auch ein Ding, ich traue mir auch mal zu, einen T-Rex auf einer Reise zu verlieren, ne? Also das ist schon im Bereich des Möglichen, deswegen ist das... Ja. Kommt da noch eine Werkbank? Ja. Oder hast du mich jetzt vergessen? Ja, also ich brauche halt den Stein. Ach so. Aber ansonsten... Nö. Kommt. Ja. Das ist gut. Warte mal, ich hau. Nee, geht ja gar nicht. Also wir könnten ja auch den Dödi auf Wandern stellen und so weiter, aber ich habe halt die Befürchtung, dass er wegläuft, ne? Ich hab's auch gelesen und ich dachte mir, das, nee. Und ja. Und dass, wenn er hier rumläuft, dass er sich quasi in Gefahren begibt. Er heißt ja Justin. Ja. Wir wissen. Okay, ich könnte ja nicht. Der Name kann gefährlich sein, muss aber nicht, ne? Wenn du jetzt Justin heißt, ja, du bist auch ein schöner Mensch. Ein Idiot sein. Vielen Dank. Musst du aber nicht. Ja, das ist. Ich mach dir auch nochmal gleich eine Metallaxt. Dann brauche ich auf jeden Fall schon mal Leder. Ich kann ja auch die Zeit nutzen, wo du nichts tust, ne? Das ist ja möglich. Metallwaren. Dummes Fleisch. Alter Schwede. Holz, wo im. Wir haben auf jeden Fall noch Leder, oder? Ja. Ja, Leder. Nee, warte mal. Das ist so. Da. Das ist so. Und wie wir noch Leder haben, Alter. Können richtig abledern. Holz 25. Ich habe doch jetzt eine Werkbank gemacht. Ach, hier. Werden wir die denn hin? Machen wir mal so hier, oder? Oh, ich denke, das ist okay. Ui, okay, krass, da ist sie. Ja, das mit den Abreißen habe ich jetzt auch gelernt. da gab es ja auch ein kleines Problem. Also, wir könnten eigentlich das Metall auch im Ofen lassen, immer. Ja. Ja, ich habe nur die zwei linken rausgenommen. Aber was hat das für einen Vorteil? Scheiße. Weil wir Sachen, Dinge auch erstmal. Warte, ja, lass ja meinen Kopf erstmal. Du hast doch nicht viel Sinnvolles gesagt. Wir dürfen ja nur eine Sache looten. Und wenn wir das Metall in den verschiedenen Öfen haben, dann haben wir immer noch einen Ofen, der richtig viel Metall hat. Wenn sie nur einen looten dürfen, weißt du? Ach so, ja. Die könnten halt den Schrank looten, aber dann ist in den Öfen ja, halt auch... Ja, machen wir halt in den Schrank nicht so viel rein, ne? Ja, ist das für dich, was wegen dem Gentleman Agreement ein Problem werden könnte? Inwiefern? Ja, quasi... weil man damit die Regel abused? Oh, jetzt habe ich zwei Metallspitzhacken. Nee. Dafür würde ich schon mal geflamed. Leute regen sich ja immer darüber auf, dass man Sachen halt auch reparieren kann. Und ich hätte einen Mensch bin, der alles neu macht. Ja. Ja. Da würde ich mich auch aufregen. Ah, ist auch richtig cool. Mach mal noch ein bisschen Holz in die Werkbank. Ich habe jetzt hier alles gemacht. Du kannst dir das hier aus der Werkbank rausnehmen. Ja. Wir haben auch den Tipp bekommen, dass wir quasi Holz in die Werkbank stopfen sollen, um es zu verbrennen, damit wir Holzkohle haben, was uns dann Zündpulver gibt. Geht das nicht eher um den Mörser hier oder geht das wirklich... Nee, es geht um die Holzkohle. Okay. Weil wir später natürlich Munition produzieren müssen. Aber wir haben gar nicht mehr so viele Narkobären, oder haben wir vielleicht noch irgendwo welche? Ein weiteres Problem dieser Folge ist, dass ich legit verpennt habe. Das ist meine erste Aufnahme seit... Keine Ahnung, wie lange Zeit, dass ich tatsächlich der Bösewicht war, der zu spät kam. Und ich bin noch ein bisschen müde. Aber ich arbeite mich hier gerade vor. Also, nee, wir haben echt keine Narkobären mehr. Alter, wie viel Zement ist in dem T-Rex drin? Ja? Nice. Aber übertrieben okay viel. Ja, und ich muss mir noch Commands angucken, wie ja man Sachen pfeift. Ist ja gerade die Folge bei dir, deswegen gucke ich. Ja, was auch recht cool ist quasi, dass mir Leute gesagt haben, dass diese Bärenregel ziemlich hart genervt wurde. Also man kann nicht mehr über Bären, 100 Bären sind nicht mehr, einfach sofort das komplette Wasser. Also das geht so nicht mehr, weil das halt auch ein bisschen broken war. So, ich lerne jetzt mal die ganzen... Granaten und okay Schrotflinten-Sachen, ne? Mhm. Giftgrasgranaten klingen halt auch schon echt krass. Und die Chitinhose und so skill ich auch, oder? Ja, die brauchen wir definitiv. Ja, dann mach ich das. Das ist die einzige Rüstung, die wir dann... Und das Leder könnten wir ausziehen, während wir hier oben sind. Ja, das habe ich auch gelesen, dass das ziemlich heiß sein soll, ne? Ja, ich mach das jetzt gerade mal. Aber hat man dann gar nichts an? Ja.
Also ich habe jetzt mal gar nichts an. Ja, es ist doch kühler geworden. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt zu den Schmelzöfen gehe, dann ändert sich das auch wieder. Jo. ich kümmere mich jetzt mal darum, dass wir dieses Wasserding kriegen, ne? Weil ja, das Reservoir, ich habe schon den Bauchplan dafür. Nee, das Reservoir meine ich gar nicht. Ich meine jetzt erstmal die Gläser schon mal. Das Wasserglas. Das hast du Zement schon irgendwo hingetan? Ein bisschen was im Schrank, aber das meiste ist im T-Rex. Also im T-Rex sind 600 oder so. Okay, brauchen wir ja nur 5. Sehr schön. Wofür bin ich jetzt nochmal hier hingegangen? Scheiße, mein Gehirn. Ja. Ach, Kristalle. Die hat doch garantiert Jutta. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Doch. Jutta, Jutta, Jutta. Ich muss mir auch die Namen wieder ins Gesicht drücken. Ich mach mal 3 Wasserreservoirs. Aber ich brauche auch 90 Stein dafür. Okay, ja, wir haben ja hier jemanden. Der Doedi-Sattel. Warte mal, wo ist denn der? Doe? Hab ich den schon gemacht? Könnte ich schon bauen. Ja, kannst du gerne machen. Also es sei denn, du musst jetzt alle Sattel davor lernen. Ah, 200, nee. Ach, shit. Ich muss erstmal hier mit... Warum geht das nicht wegen Leder? Und ein bisschen mehr Leben würde ich wahrscheinlich noch mitnehmen. So. Er hier, was könnte der brauchen? Eigentlich Gewicht, ne? Ja. Okay, es ist wirklich so, okay, hatte das ja auch in der Folge geschrieben, dass es halt einfach immer heiß ist, weil halt einfach fucking Hitze ist, da wo wir sind. Ja. Das ist ja auch okay. Herstellung. Ich mach dir auch ein Wasserglas direkt, ne? Ja, bitte. So. Dann machen wir noch mal ein paar Betäubungspfeile. Ich überlege, ob jeder von uns sich 2 Armbrüste nimmt, damit er mit der Armbrust sowohl normale Pfeile als auch Betäubungspfeile immer schießen kann. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Overkill. Find vor allem, weil wir später ja nicht mehr 2 Armbrüste nutzen, sondern die Flinte, ne? Ja. Ist das die Schrotflinte? Ich kenne mich da gar nicht aus. Es gibt halt eine Flinte, nee. Einen Revolver und eine Schrotflinte. Nee, das wird die normale Flinte sein. Die Schrotflinte kommt erst später. Und die würde, glaube ich, im Fabrikator gemacht werden. Nee, obwohl, ich kann nicht einfache scalen. Schrotflinte? Ja, ich kann nicht scalen. Ah. Wird hergestellt in Werkbank, Leder, Metallbahn. Okay. In direkter Nähe sehr kraftvoll, aber in Distanz wenig zuverlässig. Die Flinte wiederum, dieses einfache Gewehr ist ein Einzellader. Es ist sehr präzise, aber eine lange Nachladezeit. Klingt, als sollten wir beides haben. Mhm. Nee. Nee, die Flinte reicht. Schießpulver ist ja gerade das Problem. Du hattest gesagt, du weißt, wie man Schießpulver jetzt macht? Ja, ja. Okay. Du hast warum haben wir 2 Metallspitzhacken? Ja, das war, weil ich schon eine hatte und alles 2-mal gemacht habe quasi. Ah, das war ein bisschen... Ups. Upsi. Suboptimal, sag ich mal. Subdipupdi. Ich gehe jetzt ja gerade Narkobären farmen. Okay. Wo ist denn unser... Warte mal. Ach da. Boah. Soll ich dafür weiter weggehen oder kann ich das hier vor Ort machen? Das kannst du vor Ort machen. Ja. Machst du das mit Pride? Ja. Okay. Oh, I love it, Alter. Wenn du gewohnt bist, einfach die Welt abzufahren dafür. Okay, ich habe scheinbar auch noch Holz abgebaut. Ledern. Okay. Komm, wo es nicht glatt ist, kannst du sprinten. Hopp, hopp. Springen kannst du nicht, aber das ist auch okay. Alter Schwede, ey. Muss. Jetzt brauche ich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Wasserreservoirs überhaupt funktionieren. Ja, die sind für mich halt echt wichtig. Also viele haben auch gefragt, ob wir nicht einfach komplett mit dem Team vereinbaren wollen. Oh, ich glaube, die kann man nur auf ein Dach setzen. Echt? Interesting. Nee, boah, ich hätte gerade fast. Angegriffen, weil es zu nah an mir dran stand. So, und generell, letztes Mal haben wir ja so Ziele der Woche vorher gemacht. Das hat auch ein Stück weit. Oh, okay, ich krieg XP von dir hier hinten noch. Mhm. Bin gerade in der Nähe und baue Bäume ab. Ja, unser Biber, für den wir uns ja in eine Beziehungskrise begeben haben, ist halt wie das faste Kind. Ne? Ja. Leider währenddessen aufgewacht, während der Server im Pause-Modus eigentlich sein sollte. Ja, da ist haben jetzt wir jetzt natürlich reingeschissen. Ja, wir haben auch so ein bisschen überlegt, ob wir dann irgendwie versuchen, ein Safe-Game zu laden oder so, aber das mit dem Safe-Game hatte ja noch 1000 andere Folgen. Und bevor jetzt wieder bei allen anderen irgendwie die Panik ausbricht, weil das ist halt wirklich von allen Tieren, die wir bis jetzt zählen wollten, das, wo man am ehesten sagen kann, komm, Holz können wir uns auch gerade mal selber schlagen gehen. Ja.
Der Vorteil wäre gewesen auch, dass es weniger wiegt. Das ist auch was, was wir natürlich jetzt anfangen zu beachten bei den Dinos, dass halt in manchen Dinos Dinge einfach weniger wiegen. Und deswegen ist wohl sinnvoll ist, das darin zu laden. Lagern. Nicht laden, aber auch reinladen. So. Ich hoffe, ich habe genug Nackebein. Wie kann ich nochmal in das Inventar von meinem Dino gucken? Bist du fett? Warum sehe ich nicht die Ausdauer von meinem Dino? Der wird die ganze Zeit wieder langsam. Rechts oben siehst du die. Oh, danke. Ich dachte, rechts unten wird das quasi dann geupdatet. Oh Gott, nee, nee. Okay. Warte mal. Das. Wenn Hunger weiß leuchtet, ne? Ja. Das ist nicht gut, ne? Weiß ich nicht. Muss ich den irgendwie zwangsfüttern? Nee, der ist halt voll gegessen dann. Also die Leiste wird ja leer. Aber kacken müsste, wenn es weiß ist. Okay. Oder aber gräulich. Die Anzeige ist leer, die Hungeranzeige. Also der hat richtig Hunger. Ja, dann musst du ihm Bären rein tun. Aber der hat doch Bären. Ich farm gerade Bären. Lass mich mal gucken. Ja, ich verstehe das nicht. Und ich sehe auch sein Inventar nicht. Woran liegt das? Bin ich zu dumm zum Kacken? Warte mal. Hä? Nee, der muss nur kacken. Okay. Ja, ist gut. So gräulich, aber voll ist es. Ich nehme mal das Fleisch raus und mach das mal in den anderen. Das macht jetzt in dem hier nicht so viel Sinn, ne? Ja. Und rohes Fleisch können die auch fressen, oder was? Nein. Also die Fleischfresser, ja. Ah, okay. Ja gut, okay, das macht auch Sinn, ne? Ich meine, ja. Wenn ich so drüber nachdenke. Viele sagen, ich so, was wollte ich denn jetzt machen, Mann? Die gucken, ob man... Oh, geil, es regnet. I love it, Alter. Gucken, ob man das nur auf dem Dach machen kann. Ja, genau. Guck das mal. Fasern, Stroh. So, ich habe jetzt wieder ein paar Narko-Bären. Ich will halt schon mal die Pfeile machen für die Bären, die ja... ich weiß nicht, ob wir es in der Folge jetzt packen. Ich denke ja nicht. Das hier wird jetzt so eine typische, hey, wir haben unseren Biber nicht, fick die Welt. Wir probieren trotzdem sinnvolle Dinge zu machen. Ja. Ah, hier. Da war doch gerade kurz Schießpulver. Zündpulver. Zündpulver auf einen Feuerstein und Stein. Sollen wir das dann die ganze Zeit machen? Nein. Nee? Moment, lass mich erst das hier... Mach du mal, ne? Ich brauch noch ein bisschen Holz. Ich leg dir das Wasserglas mal hier rein, ne? Ja, bitte. Schankedön. Ja. So, weil hat das hier ist... Hat irgendwer noch Holz? Der hat noch Holz. So. Wie viele Narkosemittel machen wir denn hier jetzt? Warte mal. 16 noch. Na gut, das ist okay. Ich könnte jetzt auch wieder nebenbei ein bisschen leveln. Das geht natürlich auch immer. Alter, die Darstellungsentfernung von meinem Hauszeug ist halt zum Kotzen. Ich muss das kurz einstellen, ey. Jojo, kein Stress. Also ich kann ja schon mal gucken, was diese Kretinhosen und so brauchen. Ist das Kretin oder ist es Kretin? Kretin. Okay, krass, warum habe ich das doch nicht gelernt? Schreibt man das nicht mit C? Was willst du denn mit Kretin? Das kannst du nur kriegen, das ist ein Rohstoff. Ah, okay. Ja, ich wollte gucken, was ich für die Sachen brauche. Fasern, Leder, ja, okay. I see the problem. Ein bisschen was haben wir davon safe schon irgendwo. Ich belade gerade mal die Leute hier anders, ne? Justin, was bist du? In Justin können wir besonders gut Stein reinlegen, ne? Ja. Da ist schon mal kein Stein drin. Okay, in dir ist Metall sogar gut aufgehoben. Ich könnte mal Metall in die Dinger hier nachlegen wahrscheinlich. Ja. Ich mach mal neue Metallbahnen, ne? Okay. Ich muss noch hier... Okay, das Metall ist ganz schön schwer. Yep. Alter, ich krieg's jetzt bald mal geschissen, oder was? Ich muss erst wieder reinfinden, ey. Ja, das so. Ist gerade beim Bauen, stelle ich mir das manchmal auch echt anstrengend vor. Nee, also vor. Beim Dach geht's auch nicht. Vielleicht muss man das auf eine Wasserleitung setzen. Ja, aber das ist doch genau der Clou, warum das cool ist. Ja, ich,
Warte mal, ich bin ja eh. Könnte ja gerade mal. Bin ja nur Hilfsaufnahme. Alter, das kann aber nicht wahr sein. So, darf ich mich jetzt wieder bewegen? Ist das jetzt legitim hier? Da, nimm alles, Alter. Okay, also wir haben so viel Metall in dem drin, dass ich jetzt quasi alles abgelegt habe. Außer meiner aktiven Leiste. Und trotzdem nicht springen kann. Ja, muss mit Röhren verbunden werden. Okay. Ja. Aber das ist doch kacke, oder? Oder können wir einfach ein Rohr irgendwo hinlegen? Können wir irgendwo hinlegen. Okay, dann mache ich mal dann vertikal. Dann. Okay, ich muss dir eine Frage stellen. Nein. Ja? Was muss ich hier, soll ich jetzt in den Holzofen reinmachen zum Metall, damit das brennt? Also kein Holz mehr, sondern was Holz. Anderes? Doch, Holz? Ja. Weil wir damit dann quasi. Das geht wieder nur so. I see. Okay. Dann machen wir hier so. Das geht wieder nur. Hä? Warte. Zack. Was ist passiert? Ne, guck doch mal. Ah, I see. Wow. Okay, Holz, ich brauche noch 8 Steine oder so. Ah ja, da haben wir noch. Sehr schön. So, Jutta, jetzt gib mal mein ganzes Zeug hier wieder. So, jetzt ist die Frage. Läuft das dann da die ganze Zeit raus? Ich glaube ja. Haben wir irgendwo noch Holz oder muss ich das fällen gehen? Muss er fällen gehen. Ja. Wenn ich Holz habe. So, jetzt haben wir hier Wasser. Wenn ich Holz haben will, nehme ich die Axt, ne? Ja. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Aber was kann man da noch dran bauen, damit das nicht vielleicht die ganze Zeit ausläuft? Aber es wird wahrscheinlich die ganze Zeit auslaufen, ne? Ja, aber die Idee war ja quasi so viele davon zu bauen, dass es egal. Bin schon wieder überladen. Alter, ich lerne aber auch nicht, ne? Ich bin ein Stück weit lernresistent. Das wurde übrigens auch sehr oft gesagt. Dass ich sehr lernresistent bin. Gegen Dinge, die du mir sagst. Ja. Okay, dann läuft das jetzt halt erstmal. Wir werden sehen. Ob wir damit jetzt mal zurechtkommen oder nicht. Da haben wir noch eine Wand. Ich weiß nicht, halt ein paar Bären, Alter. Okay. So, das Holz will ich nicht mitnehmen. Ja, Leute haben auch gesagt, dass sie übel täten, wenn ich so langsam durch die Gegend krieche. Also an alle da draußen, viel Spaß mit den nächsten 10 Minuten, bis ich bei der Base bin. ja, aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt relativ stark, ne? Dadurch, dass wir quasi... Ja. Wofür brauche ich nochmal das Holz eigentlich? Was also wir haben jetzt Wasser oben in der Base. Das heißt, als nächste Aufgabe könnte es für uns sein, den nächsten Dino zu zähmen. Aber das sind ja die Bären schon, ne? Ja. Also ich würde halt jetzt, also ich glaube wirklich, dass... Nee, einen Biber können wir auch noch machen, wir können noch Raptoren machen. Ja, also Raptoren wären halt noch super stark für uns, auf jeden Fall, aber ich würde jetzt übrigens ganz gerne... siehst du das hier? Ja. Oh nein, what the fuck? Okay. Das mit der rechten Maustaste. Das hört sich ganz cool an. Piep, piep. Ey, lass mich mal auf den drauf sitzen, bitte. Runter da. Oh. Komm. Reite mich. Rechte Maustaste. Oh Gott, Alter. Okay. Man braucht auch mehr Ausdauer. Okay, cool. Ja, ich wollte wollen wir die ganze Kacke eigentlich einsammeln, aufräumen? Wegschmeißen oder so? Ach so, wirklich die Kacke im wahrsten Sinne, ne? Ja. Okay, kannst du mich mal hier gerade, aber ich möchte mal bis zur Base, danke. So, warte mal, ich schmeiß das mal hier hin und hoffe... Alter, ich sollte jetzt immer einen Dino mitnehmen, die sind einfach broken. Ah! Okay, aber Auffangbecken ist jetzt ein bisschen strange, oder? Wieso? Nee, ich dachte eher, dass sich das Wasser sammelt, aber das läuft ja direkt runter, ne? Aber ja, damit wir trinken können. Mhm. Der Ausguss ist zum Trinken da. Mhm. Ansonsten, du kannst dich ja nicht direkt ans Rohr hängen, leider. Also, in-game nicht. Alter. Deine Mutter kann das vielleicht. Okay, krass, so einer bist du also. Direkt ans Rohr gehangen. Ein Brüller.
Schreibt mir eine 1 bis 10, wie gut ihr den Witz fandet. Haha. So. Ja, ich muss sagen, mir macht es gerade echt Spaß. Das ist eine sehr entspannte Runde. Allerdings habe ich schon wieder ein bisschen das Gefühl, dass wir Zeit verschwenden. Wobei ich ja auch darauf hingewiesen wurde. Ich dachte gerade, wer hüpft da vor mir her? Ich? Ja. Wobei da auch hingewiesen wurde, ist auf was? Dass ich mich mal ein bisschen entspannen soll und dass der Rest halt auch viel Zeit verschwendet, so nach dem Motto. Und dass du schon recht hast, dass manchmal nicht alles immer sofort passieren muss. Was ist die oberste Anzeige, die man hat? XP. Ah, okay. Gott bless. Die war auf einmal bei mir ganz leer und ich dachte mir so, sterbe ich? Und wenn ja, woran? So, wenn die Metallbahnen fertig sind, mache ich uns... 5 Minuten? Ja, mache ich uns noch eine Flinte, würde ich sagen. Okay. Brauchen wir natürlich auch die Dinger dann dazu. Ne? Ja, deswegen ist Schießpulver halt jetzt entscheidend. Könntest du ein paar Steine holen, damit wir Schießpulver reinmachen? Ich mache in den Mörser schon mal Feuerstein rein. Steine, ja. Feuersteine sind hier schon drin. Geh ich mal los mit dem Justin. Komm, Justin! Roll vorwärts! Alter. Und der T-Rex guckt ihm zu. Das ist so süß! Okay, ich räume jetzt hier einmal mein Inventar auf, damit niemand mehr tiltet. Diese Kothaufen brauche ich jetzt wirklich nicht. Also grundsätzlich können wir eigentlich auch das ganze Metall hier abbauen, oder nicht? Grundsätzlich ja. Weil dann hätten wir daraus nämlich auch Steine. Da kannst du mit der Jutta ein bisschen rumpümmeln und ich gehe ein bisschen weiter weg und suche quasi nur Steine ohne Metall drin. Ist das ein Nurstein? Ja, das können wir machen, aber kannst du in einer ersten Fuhr schon mal ein paar Steine holen, damit wir hier schon mal ein bisschen was produzieren? Ja, ich bin unterwegs. Das ist sehr gut. Aber ich will keine Metallsteine anhauen, weil sonst haben wir... Obwohl, es ist eigentlich auch egal. Oder? Was sagst du? Ist es wirklich egal. Also ich glaube, wir haben so viel, dass es wortwörtlich egal ist quasi. Aber ich kann auch mit... Ja, also da mache ich jetzt die Metalldinger kaputt. Ich sammle währenddessen auch ein paar Steine mit Jutta, oder? Ja, genau. Jutta! Was für Papa will reiten! Der ist ja erst Level 17. Okay, das klang völlig falsch. Wollen wir den Orangenen da noch zähmen? Kann ich mit dem hier die Foundation von uns kaputt machen? Nee, ne? Nee. Okay. Sehr intuitive Steuerung übrigens in diesem Spiel. Ach ja, der ist ja Level 1 Million hier, ne? Ja. Die in seiner Ausdauerleiste sagt nämlich noch nicht mal Hallo. Ja. Das ist geil. Ich mach die Metallbarren in unmittelbarer Nähe, ne? Ja. Der hat gepupst. Okay, ich krieg auch ordentlich Steine dabei. Yep. Ja, das ist ja das Problem, dass ich die Steine halt auch krieg. Macht ihn dann ein bisschen schwerer, als er sonst wäre. Alter, was kriegt man aus so einem Barren raus? Ja, eben. Das ist mega geil. Alter, what the fuck? Ich habe einfach 200 Metall und 100 Steine aus einem Ding. Das reicht schon wieder, ne? Ja. Der ist doch schon halb voll. Alter. Komm jetzt wieder mit 500 Steinen oder so. Heilige Mutter Teresa. Versuch die Steine trotzdem. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten hier den Rot-Weißen. Der Level 35 ist, der würde noch mehr da rauskloppen. Alter. Das ist schon krass. So, dann hau ich hier mal die Steine rein. Herstellung, Ach nee, das ist Zundpulver. Schießpulver braucht man Holzkohle für. Oh. Ja. Ja. Dann mach ich da mal die Holzkohle rein, ne? Aber das ist ja das Geile. Aber du brauchst ja auch, Brauchst du nicht Zündpulver und Holzkohle? Weil wenn du Zündpulver brauchst du natürlich auch die Steine zum Zündpulver erstmal machen. Ja, guck ich gleich. Ich mach jetzt hier... Wir könnten eigentlich nochmal einen Mörser basteln, komm. Dann geht alles ein bisschen schneller. Ja. Extra Narko. Leder 15. Okay, dann... ich hol mal das verdorbene Fleisch zu mir rein und die Narkobären. Und drop hier noch Holzkohlehaufen rein. Okay, ich guck halt nochmal, was ich jetzt brauche. Damit das hier alles klar geht, also Flinte und so ist halt echt strong dann. Einfache Gewehrmunition braucht Metallbahn und Schießpulver. Ja. Flinte braucht Leder, Holz und Metallbarren. Und unsere Schrotflinte nochmal genau dasselbe.
Nur in grün. Okay, wir machen im linken machen wir schön Zündpulver, im rechten kannst du dann Dings machen. Nee, nee. Achso, ja, wenn der linke der alte ist, ja. Ja. Dann mache ich da jetzt gerade. Also in den linken machen wir beide Pulver, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, einfacher. Hä? Nein. Und im rechten Narko. Warum? Nee? Okay, dann hole ich mal 100 Steine rüber und die Holzkohle. Du brauchst keine Steine. Du brauchst das Zündpulver, du Ömel. Hast doch gerade gelernt. Ach, wirklich, das ist das. Deswegen bin ich so dumm. Ja. Ah, tatsächlich. Okay, jetzt verstehe ich es, was du die ganze Zeit meintest. Okay, jetzt macht es auch Sinn, dass wir zwei haben. Alter, ja, also du musst ja nur mal die Zusammensetzung von Zündpulver. Ja, ja, wenn man klug darüber nachdenkt, ist das halt auch einfach logisch, auch im echten Leben, aber das habe ich jetzt gar nicht. Damit unterhalten wir uns jetzt erstmal nicht auf, ne? Eben, sonst wirkt so, das wäre ich dumm und das wollen wir ja alle nicht, ne? So. Ja. Ja. Okay, warte mal. Scheibern kann man wieder die Hälfte zurückkommen. Oh, ich hätte. Oh, ja, oh, da okay, ist die krass. Pause. Ja, Leute, also heute so eine kleine Runde in der Base verbracht. Ich denke, der nächsten wird das vielleicht noch ein bisschen ähnlich aussehen, aber dann spätestens Mitte der Woche greifen wir die nächsten Dinos an. Ja, ist halt sehr bitter mit dem Biber, weil der hat unsere Beziehung an Rand des Ruins gebracht. Der hat extrem viel Narko-Mitte gefressen und wir hatten halt die ganze Zeit die Narko-Erfahrung. Und jetzt ist er einfach weg. Aber da muss man halt mit leben. Und wir machen das Beste draus. Schreibt uns in die Kommentare, dass wir die Besten sind, weil wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend eure viel Liebe. Zuneigung. Ja, cool. Ja, und schaltet morgen wieder beim Alex dabei und denkt dran, Montag, Mittwoch, Freitag bei mir, Dienstag, Donnerstag bei Alex, das wechselt sich nicht immer ab, aber ihr schafft das. Wir glauben daran, dass ihr klug genug dafür seid und wir drücken euch beide Däumchen. Tschüss und bis bald. Ciao.